Wir wollen euch mit diesem Paket helfen, positive Rendite zu erzielen. Das ist wie eine Studie zu sehen, also eine richtig extrem hervorragende Ausarbeitung. In dieser PDF-Datei ist eine Studie drin, also ganz genau ausgearbeitet, was, wann, wie, wo zu tun ist. Also, hallo und herzlich willkommen heute zum Webinar für unser Frühlingspaket. Mein Name ist Falk Elsner, da ist der Arne, der Norbert ist mit dabei. Hallo. Ja, und wir wollen euch heute am 19.02. das Webinar, also den Inhalt des Frühlingspaketes vorstellen, wann es eigentlich wirklich losgeht, ob das was für euch ist, auf was man achten muss, auf was man nicht achten sollte und so weiter. Das werden wir alles jetzt schrittweise durchgehen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Wenn es Fragen gibt, schreibt die ins Chatfenster und direkt vorweg eine Aufzeichnung wird es geben. Die könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen. Ja, und es wird auch ein Angebot geben, ein großes Angebot, was hier im Rahmen dieses Webinars präsentiert wird. Da wird es dann in der Beschreibung unten drunter auch einen Gutscheincode geben. Wir erwähnen das während dieses Webinars immer mal wieder, damit das auch nicht vergessen geht. Und wir zeigen im Laufe der Veranstaltung auch, wie das funktioniert. Gut. Ja, alles klar. Dann, wir zeigen es gleich nochmal. Dann würde ich sagen, steigen wir richtig ein. Genau, steig mal ein, ich ziehe zurück. Und beginnen würde ich, Norbert, das machen wir ja traditionell so mit der Überblick, was ist eigentlich drin in dem Paket. Hier ist unsere Frühlingsstrategie mal mit den verschiedenen Strategien ausgewertet. Du hast ja maßgeblich daran teilgehabt, welche Strategien ausgewählt werden und ja, wie ist für dich so das Ergebnis für das Frühlingspaket? Beim Frühlingspaket ist es, ich sag mal, in etwa im Schnitt wie die anderen drei Pakete. Es ragt jetzt nicht besonders heraus, aber es hat ein paar spezielle Eigenschaften. Aber insgesamt denke ich, das sieht man hier auch an der Kurve, dass der Chart von links unten nach rechts oben geht. Und das ist das Wichtigste. Der Drawdown hält sich wieder in Grenzen oder sollte sich in Grenzen halten für die Zukunft. In der Vergangenheit war es zumindest so. Und das andere muss sich dann ergeben. Ja, ich habe es gerade hier gezeigt. Wir machen ein Video für diejenigen, die also das Paket sich kaufen. Da machen wir jede Strategiebesprechung. Wir machen ein umfängliches Paket, wo wir auch auf verschiedene Details eingehen, von der Vorbereitung bis eben zum Trade. Und ich habe hier einfach mal die langfristigen Chartdaten, die werden wir gleich nochmal klären, aber die langfristigen Kennzahlen eingeblendet. Hier sieht man mal eine Auswertung der letzten 24 Jahre und es geht tatsächlich immer nur um 3 bis 4 Monate. Das reiht sich aneinander an, das zeige ich aber auch gleich nochmal. Und die zweite Frage, ist das in letzter Zeit besser oder schlechter? Und das liegt ein bisschen an den Aktien der Auswahl, die wir getroffen haben. In den letzten Jahren wird es natürlich etwas deutlich stärker. Warum? Naja, klar, wir setzen auf die Aktien, die gerade gut laufen, aber die werden wir gleich auch nochmal ein paar Worte zu sagen. Ja, und insgesamt seht ihr das Verhältnis zwischen Rendite, und das ist die geometrische Rendite pro Jahr im Schnitt. Und der mittlere Rückgang und die Volatilität des Depots ist aus unserer Sicht in einem guten Verhältnis. Und deswegen traden wir das auch, ne, Norbert. Also wir zeigen hier nicht einen theoretischen Ansatz, sondern diese Trades, diese Umsetzung der Signale machen wir auch real. Das machen wir sehr real. Also ich habe in den letzten Jahren, also wirklich Jahren, immer wieder an diesen Dingen gefeilt. Und wenn ich da dran feile, dann teste ich das auch immer wieder aus. Wie ist das mit der Umsetzung? Geht überhaupt die Umsetzung? Passt was nicht zusammen? Und deswegen ist das eine gewachsene Geschichte, die sich jetzt, ich sag mal, im Final-Zustand befindet und nach draußen gegeben werden kann. Aber diese Trades werden von mir auch privat durchgeführt in der entsprechenden, ja, ich sage jetzt mal, Größenordnung. Vielleicht noch ein Hinweis. Es ist natürlich auch klar, die eine oder andere Aktie, die gab es
im Jahr 2000 oder 2003 oder selbst im Jahr 2007, 2008, die gab es im Prinzip noch gar nicht an der Börse und konnte noch nicht gehandelt werden. Trotzdem haben wir den Rückblick über die Jahre gemacht und haben nicht gesagt, jetzt nehmen wir die tollen Aktien aus 2007 und 2008 her, um das Ergebnis zu schönen, sondern wir haben wirklich diese Aktien, die wir heute drin haben, zurückgerechnet. Ja. Wie es gelaufen ist in den letzten Jahren, vielleicht das sieht man auch, das Jahr 2023 war an für sich ein sehr gutes Jahr, ein exorbitantes gutes Jahr. Dort haben Short-Strategien gegriffen, dort haben Long-Strategien gegriffen. Deswegen würde ich das jetzt nicht besonders, also es sticht natürlich ein bisschen heraus, aber ich würde es nicht besonders bewerten, sondern wir werden ja auch später zeigen, wir wollen hier keine Luftschlösser bauen, sondern wir kommen schon wieder zurück auf den Boden der Realität und das werden wir später ja auch zeigen. Genau, auf die Aktien werden wir auch gleich eingehen, wie wir das angehen, wie wir das vorhaben und für diejenigen, denen schon auf den Nägeln brennt. Ihr habt ja mal den Gutscheincode, den hat der Arne gerade angeschrieben. Der gilt bis zum 10.3. Da haben wir 20% auf den Preis. Und bei uns im TB-Service kriegt ihr natürlich wie immer 50% Rabatt. Wer also TB-Service-Kunde ist, findet unter Vorteile, warte mal, das zeige ich euch gerade mal hier, wichtig zu wissen, Vorteile, in einer Übersicht alle Rabatte, die es beim TB-Service als Vorteil gibt. Deswegen klicke ich da gerade mal nicht drauf. Da seht ihr nämlich sofort alle Rabattcodes. Gut. Frühling 24. Das wäre nicht schlecht. Kleinen Screenshot machen. Ja, dann habt ihr sie alle, ja. Ja, ja, dann. Da sind manche sehr, sehr schnell, das stimmt. Das Gut. ist richtig. Ja, wir haben das Paket gefüllt mit verschiedenen Strategien. Die werden wir uns gleich mal der Reihe nach angucken. Hier mal einen Überblick. Ich habe da verschiedene Strategien mal zusammengestellt. Ich habe ein paar ausgeixt, warum, natürlich, welche wir dann im Paket verpackt haben. Das sollen denjenigen vorbehalten sein, die das Paket dann auch nehmen. Aber ich habe aus jedem Bereich eine Aktie, einen Index oder einen Rohstoff rausgegriffen, den wir uns mal heute anschauen werden, damit ihr ne, nicht die Katze im Sack kauft, sondern wisst, was für Strategien auf euch zukommen, was da zu erwarten ist, was man machen muss, worauf man achten muss. Also auch diejenigen, die mal zuschauen wollen, wissen dann genau, wie wir hier vorgehen, was wir machen. Und bei den Aktientrades, ihr seht es schon, Norbert, wir haben viele Aktientrades im Frühlingspaket. Ja. Ich habe bewusst mal eine deutsche und eine amerikanische rausgegriffen, die wir uns dann mal genauer anschauen werden. Aber vielleicht mal aus deiner Sicht, warum sind so viele Aktien drin? Ja gut, es ergibt sich aus der einfach Historie, dass mit Mitte, Ende März sehr viele Unternehmen, da kommen die Jahreszahlen dann oder die abschließenden und es kommt der Mut in die Börse und wir sehen so eine richtige, mit dem Frühling beginnen, so eine richtige Aufbruchsstimmung. Und da habe ich mir erlaubt, mal so wirklich ein paar interessante Aktien, es sind ja hier 16 Stück diesmal im Paket mit drin, hier mit aufzuführen und die Indizes in ihrer Gewichtung ein bisschen zurückzufahren. Das hat sich bewährt, das hat man schon im Herbstpaket gesehen, weil wenn man einen Index zu sehr gewichtet, man könnte ja 25% oder 50% für einen Index machen, weil die haben auch. Natürlich, wenn die Aktien anfangen zu steigen, steigen auch die Indizes oder die Indizes steigen, die Aktien steigen dahinter, sei es wie es ist. Und die haben wir in den prozentualen Anteilen ein bisschen zurückgefahren. Das ist, was der eine oder andere vielleicht vermisst. Wir hatten ja in den letzten Paketen auch sowas wie den Euro-Bund Future drin oder den Euro-US-Dollar drin. Dort habe ich zumindest nach meinem Betrachten nichts Vernünftiges gefunden, wo man sagen würde, ey, das müsste jetzt halt unbedingt rein. Das kann sich natürlich in den nächsten Jahren ändern, aber dann möchte ich auch sehen, gerade speziell beim Eurobund Future gibt es da so besondere Dinge, die um den Termin, also um den, wenn die Futures wechseln, dass dort bestimmte Effekte auftreten, aber
das ist mir ein bisschen zu heiß für diese Geschichte, denn wir dürfen nicht eins nicht vergessen. Wir sagen heute im Februar, was wir im März, im April, im Mai und im Juni treten wollen. Und wir geben auch noch das Datum heute im Prinzip bekannt, denn das ist fix. Das wird sich bis zum Einstieg nicht mehr ändern. Es sei denn, auch das haben wir jetzt erlebt in einem Paket, es sei denn, es wird eine Firma aufgekauft, wie Ansys die im Januar, wo das verkündet wurde und kurz vor dem Einstieg dann praktisch nach oben geschossen sind. Und da haben wir natürlich die rausgenommen, die Ansys. Das sind immer wieder Dinge, die man natürlich beachten muss. Und so kann es natürlich auch sein im Frühling, dass mit irgendeiner Aktie irgendetwas ganz Besonderes passiert, wo wir dann sagen werden, nee, das wollen wir nicht. Und auch das machen wir. Also wir geben nicht das Paket dann raus und sagen, DW, das war's, sondern da bekommt ihr auch eine Nachricht per E-Mail. Also passt auf, wir würden jetzt Aktie XY oder den Trade Z nicht machen, haben einen Ersatz oder auch keinen Ersatz dafür. Das vielleicht mal am Rande und gleich vorweg. Nicht, dass ihr meint, ihr seid hier total alleingelassen. Genau so ist es. Wir beobachten die Situation und wenn es Veränderungen oder Anpassungen gibt, schon noch während der Saison, dann melden wir uns sofort bei euch. Ihr kriegt ein Update, damit alles klipp und klar definiert ist. Ja, und hier kommt gerade die erste Frage. Wann im März beginnt der erste Trade? Also wir arbeiten ja mit Filtern, aber rein theoretisch ist Stand 13.03. das erste Signal möglich. Gut, aber bevor wir zu tief da reingehen, machen wir es schrittweise. Ich habe hier jetzt nochmal für euch die Balkengrafiken eingeblendet. Das Obige, das sind die Index- und Edelmetallstrategien ohne die Aktien im Durchschnitt, weil wir trennen dann eben, ne, ihr habt es gerade gesehen, die Indexstrategien, Long und Short und unten mal nur die Aktien. Und hier wollte ich einfach mal drauf eingehen, warum hier so eine Art, ich sag mal grob V-förmiges Muster besteht. Das heißt natürlich Sinn und Zweck. Wir machen hier eine Auswertung, der Norbert hat es gerade schon gesagt, von Aktien. Es gibt ein paar Aktien, die gab es hier vor eigentlich auch noch gar nicht, beziehungsweise sind auch noch anders gelaufen, als sie kleiner waren. Das interessiert uns in dem Fall aber auch nicht primär. Uns interessieren die letzten 10, 15 Jahre und die sind ja hier ausgewertet. Und wir wollen im Trend bleiben und wir wollen gute Aktien, die gerade einfach laufen, mit der Saisonalität handeln. Und in der Regel, das hast du ja auch schon gesagt, sind das ja kausale Zusammenhänge. Quartalszahlen, Jahresendberichte, der Start ins neue Jahr und, Budgetplanungen und was die da alles machen. Und da haben wir einfach Gewinnvorteile. Und das Ganze wird eben abgerundet durch oben die Indexstrategien. Was man hier an diesem Bildchen auch sieht, ist, wie gesagt, bei Aktien war das letztes Jahr ein sehr gutes Jahr. Und bei den Indizes war es das Jahr 2020. So, das Jahr 2020 war natürlich eine riesen V-Erholung. Ja, der eine oder andere oder die eine oder andere wird sich vielleicht noch dran erinnern. Wir haben den Niedergang der Welt erlebt. Der Virus hat uns halb aufgefressen schon. Alles war zugemacht und plötzlich zwischen dem 18. und dem 22. März in etwa gab es massive Bewegungen an den Börsen der Welt in Aktien. Also da sind manche Aktien, die normalerweise 2-3% an einem Tag oder 2-3-1% am Tag schwanken, die sind an diesen Tagen teilweise 10-15% geschwankt. So, das habe ich versucht, so weit wie möglich auszublenden. Ganz auszublenden geht es nicht. Es gab nun mal einfach dieses Ereignis im März und es gab auch andere Ereignisse wie 2009 oder 2003 im März, wie
die Irakkriege, ne, der im März 2003 angefangen hat. Das gab es nun mal und das kann man einfach nicht total wegdiskutieren. Aber glaubt mir oder auch nicht, ich hätte können das System rein vom Backtest wunderbar aufblasen, indem ich gesagt hätte, ja, ich weiß ja ganz genau, wann der Tiefpunkt im März 2020 war und dann starte ich alles. Ja, also dann gehen wir mit allem rein, was wir nur haben und das am besten bis Anfang April und dann gehen wir raus und sagen, DW, das war's. Dann wird da keine 20 oder 35, dann werden da 100 oder 200% entstanden. Das ist hier so weit, wie es ging, vermieden worden. Hm. Es lässt sich nun mal nicht ganz vermeiden, weil wenn jetzt ein Indiz oder eine Aktie genau in dieser Zeit die 10, 15 Jahre vor 2020 auch diesen Effekt gezeigt hat und ab 2020, also sprich 21, 22, 23, auch diesen Effekt gezeigt hat, dann kann ich ja nicht sagen, interessiert mich nicht. Und ich kann leider dann, oder was heißt leider, es ist halt so, ich kann dann nicht sagen, ja, nehme ich nicht, weil dann 2020 dann noch besonders gut gelaufen wäre. Also das ist hier mit drin. Und deswegen, Falk, sind da die Durchschnittswerte und wir werden dann auch gleich unsere Erwartungswerte, glaube ich, ja auch dann mal ein bisschen darlegen. Die haben wir entsprechend dann auch reduziert. Ja, auf die gehen wir jetzt ein. Ja, passt doch. Ich habe die Transaktionskennzahlen hier mal für euch parat. Und zwar in dem Fall der Auswertungszeitraum 2000 bis 2023. Logisch, weil das Frühlingspaket 24, das funktioniert eben noch nicht. Und diese Zahlen zu optimieren, Norbert, das hast du ja schon so gesagt, also die zu optimieren, sich schön rechnen, ist für uns überhaupt gar kein Problem. Also wir zaubern euch da Trefferquoten von 100% hin, aber das würden wir nicht selbst handeln. Das, was wir hier zeigen, ist genau das, was wir dann privat auch so handeln. Und dann ist eine Überoptimierung nicht zielführend und bringt ja auch nichts. Wir spielen ja dann jemandem was vor, das wäre unseriös. Und spätestens nächstes Jahr müsste man sich auch dazu äußern, was da los ist. Wir wollen ja hier was Stabiles präsentieren. Was Stabiles, was ihr zukünftig auch fortführen könnt. Hier kommen gerade ein paar Fragen bezüglich alle vier Pakete. Da werden wir dann gleich nochmal genauer drauf eingehen. Das, was man hier sieht, ist als erstes einmal die Trefferquote. Die Trefferquote ist 75% und der Auswertungszeitraum, deswegen habe ich bewusst mal die vier Saisonalitäten hier eingeblendet, ist bezogen auf den Frühling, also diesen Bereich zwischen März, 13. März fängt in diesem Jahr so das erste Signal an, wenn möglich, und das letzte Signal wird, ich glaube, in der ersten oder zweiten Juniwoche auslaufen. Ja, und dann beginnt das Sommer. Ende Juni läuft es aus. Ne? Der Frühling endet am 22. Juni. Da in dieser Gegend hat hier jemand Geburtstag auch. Und wir sind ein paar Tage, 1, 2, 3, 4 Tage dann noch ein bisschen länger unterwegs, weil dort bestimmte Strategien einfach auslaufen. Ich zeige auch gleich die Timeline. Also das klären wir gleich ganz genau. Also das werden wir dann sehen. Die Anzahl der Trades, 666, das ist ein Zufall. Ja, das haben wir ausgewertet. Das sind genau die Signale, die nach unseren Regeln in diesem Zeitraum aufgetreten sind. Ihr seht, wie viele Gewinner, wie viele Verlierer. Ihr seht die Anzahlen. Also wir haben das statistisch sehr, sehr seriös, sehr, sehr tiefgreifend ausgewertet und aufgearbeitet. Und die meisten Strategien da drin haben wir auch in der Vergangenheit genauso gehandelt. Da sind die Frühlings-Long-Strategien auf Indizes dabei. Wer meine Webinare kennt, da sprechen wir seit 10 Jahren drüber. Da haben wir sogar mal im TraderFox vor vielen Jahren, habt ihr ja einen größeren Bericht drin gehabt, ne, über die Frühlings-Strategie. Der Traders, richtig. Das sind ja auch im Buch drin. Also es sind
keine absolut neuen Dinge, aber sie sind, ich sag mal, hier zusammengefasst worden und in einem Paket dann geschnürt worden. Bitte die 666 Trades auf die 23 Jahre verteilt sehen. Das heißt, wir sind hier mit unter 30 Trades pro Saison vertreten. Also nicht, dass einer meint, da kommen jetzt 666 Trades auf ihn zu. Nein, sind unter 30 Trades per Anno im Schnitt. Das kann mal ein bisschen mehr sein, das kann auch mal ein bisschen weniger sein, weil wir auch mit Filter arbeiten in diesen Dingen, die ihr auch kennt. Ich zeige gleich mal eine Grafik, da sind die gehaltenen Positionen seit Anfang an. Da seht ihr ganz genau, wie viele Positionen so pro Jahr eigentlich im Schnitt waren, ob das mal Ausreißer sind oder nicht. Also gerade der Frühling besticht durch eine gewisse Stabilität. Das ist ja in manchen Jahren nicht der Fall. Also in manchen Saisons hat man mal mehr, mal weniger Trades. Aber das Frühlingspaket an sich ist recht stabil. Und ja, 30 Trades, das sind immerhin, naja, ich sag mal grob 10 Trades pro Monat. Ja, also da hat man schon ein bisschen was zu tun und die Renditen und Rückschläge und Schwankungsbreiten, die habt ihr gerade gesehen. Vielleicht an der Stelle, hier kam die Frage, Norbert, die will ich mal vorlesen. Ich möchte sehr gerne alle vier Pakete, Frühling, Herbst, Sommer, Winter, als Gesamtpaket kaufen. Gibt es das? Gibt es da einen Rabatt drauf? Wie gehen wir damit vor? Grundsätzlich die gesamte Idee nennen wir ja das Rad des Jahres. Deswegen seht ihr hier auch dieses Rad. Und das Rad des Jahres ist eigentlich da, wo wir hinwollen. Ja? Und die Grundidee, die kommt ja von dir, Norbert, sowohl auch die Namensfindung. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Worte dazu sagen. Okay, also fangen wir an mit der Namensfindung. Ich weiß nicht, wer den Schriftsteller Ken Follett kennt. Der hat ja das Rad des Lebens gemacht. Das habe ich mir erlaubt, hier ein bisschen abzuleiten in das Rad des Jahres. Das Rad soll ja es wiederholt sich immer wieder. Also Trades im Prinzip rein theoretisch könnte man davon ausgehen, dass diese Trades auch noch in 5 oder 10 Jahren Bestand hätten. Ja, das müsste oder könnte, würde bestimmt auch für die meisten Trades da sein. Das werden oder beabsichtige ich oder wir in dem Fall diese vier saisonalen Trades, diese vier Jahreszeiten-Trades beabsichtigen wir dann in einem Rad des Jahres, also über eine Zusammenfassung über das Jahr hin zusammenzustellen. Das ist nicht ganz so einfach, weil es, das wird der eine oder andere schon gemerkt haben, ein bisschen Überschneidung geben. Ne? Wir haben einen Winterdreh, der läuft bis sogar Ende Frühling. Wie wir da mit umgehen, das müssen wir noch genau schauen. Aber das bin ich jetzt. Das soll die Krönung sein. Das soll der Höhepunkt sein. Diese Dinge zusammenzufassen und dann in einem kompletten Wurf über das ganze Jahr hin entsprechend die Trades zu verteilen. Und zwar so, dass man sie auch wirklich nachhandeln kann und nicht sagt, naja, klar, ich mache dann 50 Trades, aber ich habe nur für 40 Kapital, das bringt es ja nicht. Also das wird ein abgeschlossenes Handelssystem sein. Und ich kann heute schon sagen, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte, aber die muss extra behandelt werden. Man kann es also nicht einfach zusammenkleben wie ein Bild. Oder wie ein Puzzle, dass man dann aus 4 Puzzleteilen ein Jahr bekommt. Da muss noch ein bisschen mehr dahinter und das wird jetzt final bearbeitet. Ja, und das wird auch so sein, dieses Rad des Jahres. Also die Strategien haben wir jetzt alle vorgestellt. Also nicht alle, den Frühling werden wir jetzt gleich durchgehen, aber wer will, der kann sich natürlich den Sommer, Herbst und Winter schon anschauen. Und wer die Pakete auch mitgemacht hat, der wird ja die Aktien, die Indizes, die Strategien kennen. Die kann man fortführen. Aber wir machen jedes Jahr immer wieder so eine Überarbeitung der verschiedenen Pakete. Wir werden die ein oder andere Aktie austauschen, auch müssen, weil sich einfach gewisse Dinge ändern.
Wir wollen auch mal, ne, je nachdem, wie der Zeitgeist ist, mal ist ein bisschen mehr Chipindustrie drin. Nächstes Jahr wird ein bisschen was anderes drin sein, vielleicht Medizintechnik, was auch immer. Uns da auch ein bisschen, ja, ich sag mal, da, wo die Musik spielt, dran orientieren. Also da wird es Veränderungen geben, aber ganz grob, wenn ihr nichts verändern wollt, sind die Pakete so gemacht, dass sie die nächsten Jahre auch in der Stabilität robust genug sind, dass ihr sie eins zu eins umsetzen könnt. Und es gibt ein paar Strategien, die laufen ja nicht saisonal. Die haben wir im sogenannten Spezialpaket zusammengefasst. Das haben wir noch gar nicht vorgestellt. Das werden wir demnächst auch mal tun. Es gibt nämlich Strategien, die auch über das gesamte Jahr immer wieder vortreten, Monatseffekte und so weiter. Und die kann man natürlich auch ergänzen, ne? Die 16-Wochen-Strategie, die du hast, ne, auf Basis von dem Thomas Gebert, ist ja auch ein wunderbares Tool, um über das Jahr verteilt immer wieder gehandelt zu werden. Und das wollen wir dann im Rat des Jahres zusammenfügen. Und wer da wirklich dran Interesse hat, das ist ja ein richtiges Paket, wo du dich wirklich auch eigenständig aufstellen kannst, dem bringen wir das dann bei. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung hierzu, Falk. Wir sind ja auch Wünsche an uns herangetragen worden. Deswegen hatte ich vor ein paar Minuten erwähnt, dass wir keinen Trade auf Euro-US-Dollar oder Euro-Bund-Future hier drin haben. Aber wer aufgepasst hat, da ist plötzlich Platin Short. Sowas haben wir noch nie drüber geredet. So, dann haben wir im Sommerpaket haben wir die Indizes zum Beispiel ein bisschen übergewichtet gegenüber den Aktien. Das werden wir dann ändern und werden das ein bisschen ausgleichen. Also hier haben wir uns auch an die Wünsche von euch, also von den Kunden ein bisschen orientiert. Die sagen, also ich habe keine Lust, nur den DAX zu handeln. Mensch, da gibt es doch auch so viele Aktien. Warum macht der nicht mehr Aktien? So, das muss man austarieren und ausgleichen. Und das haben wir versucht. Und deswegen wird es, wenn wir dieses Rad des Jahres dann machen, wird es auch vorher eine kleine Überarbeitung geben der Sommer-, Herbst- und Winterpakete. Und die Erfahrungen aus dem Frühling werden mit einfließen. Die Börse lebt. Die Börse ist nicht tot. Sie lebt. Aber man kann gewisse Dinge immer wieder beobachten. Deswegen gibt es Saisonalitäten und andere Dinge. Gut, ja, hier wird gerade gefragt, wie lange bleibt der Preis auf einem gewissen Niveau? Schau mal, TB-Service-Kunde, kriegst du immer 50% Rabatt. Aber da gehen wir gleich zum Schluss nochmal drauf ein. Gut, ja, hier an der Stelle wollte ich euch mal zeigen. Also hier geht es eben um die Timeline des Frühlings. Es beginnt hier im März, ne? Ihr seht, die erste Aktie, das wäre diese 13. Blau ist eine Aktie. Dann kommen zwei, drei, vier, fünf weitere Aktien. Dann kommt das erste Strategiepaket, wo Indizes und Rohstoffe da sind. Und die letzten Trades seht ihr hier Ende Juni. Werden hier rot, sind meistens, nee, sind bei uns Short-Strategien. Da wird sozusagen der Juni beendet. Aber keine Sorge, wir gucken uns gleich aus allen Bereichen einen Trade an. Und wegen der Frequenz bzw. der Trades, die so gemacht werden, ne, hier sind maximal 13 Trades parallel aktiv. Genau diese Dinge haben wir euch ausgewertet, ne. Hier seht ihr an dem Tag, also vom Wechsel von März auf April, im Prinzip ein bisschen vorne, sind bis zu 13 Trades zeitgleich möglich. Das ist aber auch die maximale Zahl. Hier seht ihr, wie häufig das erreicht wurde, in welchen Jahren, also 23, 21, 19, ne, in den Jahren 20 und 22 wurde die maximale Zahl nicht erreicht, ne, da haben irgendwelche Filter nicht funktioniert, also nicht freigegeben. Und ja, das ist ja die Effektivität, die wir hier mit rangehen. Welche Filter wir verwenden, da werden wir gleich in den Einzelstrategien noch ein paar Worte zu sagen. Und sonst seht ihr die meiste Zeit. Haben wir 11 Trades und hier ist mal so ein Zeitraum, da kann es durchaus sein, dass auch mal kein Trade drin ist. Ne? Wenn diese beiden Trades vorher ausgestoppt oder in den Take Profit laufen, dann kann es auch mal sein, dass wir hier keinen Trade am Laufen haben. Ja, Gut. der Frühling ist im Prinzip unterteilt. Er beginnt im März. Es fängt an zu grünen. Es wird, leider fängt es ja jetzt schon an, aber okay. Im Frühling sollte es anfangen, alles sprießt und es geht voll in die Vollen.
Dann kommt der wechselhafte April. Och, es wird wieder ein bisschen gefährlicher. Man geht wieder raus. Anfang Mai weiß niemand, wo er hin will. Es ist nichts da. Dann kommt im Prinzip der Mitte Mai. Dort wird es wieder klarer. Und am Schluss, es ist wirklich erstaunlich, Mitte Juni fängt es an, wieder einzutrüben. Ne? Die Kältetage kommen da wieder. Es ist zwar der Sommer naht, aber irgendwie passt das nicht ganz zusammen und es kommt eine kleine Short-Session. Und ja. Wer das Sommerpaket hat, weiß, dass nach dieser Short-Session im Prinzip fast auf den gleichen Tag, dann, wenn die Shorts rausgehen, es wieder mit Long weitergeht. Also das ist, du hast schön diese Sinuskurve da reingemalt. Mhm. Das ist wie eine schöne Sinusfunktion, ne? wenn man das sieht. Also ein bisschen wechselhaft. Man kann dann ja im April bis Mai die Zeit mit Urlaub genießen oder andere Trades machen. Ne? Manche können ja die Finger nie stillhalten. Das stimmt. Ja, und apropos. Das. Ja. Okay. Ja, lass uns mal wegen dem Risikobereich. Wir haben es dann, ne, wenn man das Paket tatsächlich umsetzen will. Manche sehen die Renditezahlen, die Trefferquoten und ähnliches und sagen, wow, all in, ne, da mache ich mal schön mit. Davon raten wir eher ab, weil das Paket an sich ist gut austariert, aber die Einzeltrades, die können schon ganz schön zwicken, wackeln, schwanken, auch einmal ärgern oder dann mal wieder freuen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man sich ein Depot dafür reserviert, ne, ein Trading-Depot, es kapitalisiert. Und das am Anfang zumindest 10% des Gesamtvermögens nicht übersteigen. Und dann werden die Trades kontinuierlich und diszipliniert und wirklich nach Regelsystem umgesetzt. Und mit dieser 10%-Marke haben wir die besten Erfahrungen gemacht, dass man das auch diszipliniert umsetzen kann. Es gibt immer mal wieder den einen oder anderen, der setzt das dann auf 20% oder 25%, aber kommt dann ins Schwitzen, wenn einzelne Strategien mal nicht funktionieren. Eine Trefferquote von 75% bedeutet, von 100 Trades gehen 25 in den Verlust. Das ist zwar eine gute Quote, aber auch, wenn es in Verlust geht, eben unangenehm. Und hier ist wirklich ein gewisses emotionsloses Handeln zielführend. Ne, wenn man da wirklich mit jeder Schwankung im Depot, ich sag mal, mitfiebert, dann fängt man auch irgendwann an zu schwitzen. Ne? Wir haben jetzt gerade zuletzt im Winterpaket die Edelmetall-Trades, die sind nicht gelaufen dieses Jahr. Wer die überkapitalisiert oder zu hoch gewertet hat, der hat ein Problem. Während der sie normal durchgehandelt hat, danach die Aktientrades haben wunderbar gezündet, haben das überkompensiert, der steht wieder, ich sag mal, gut da. Ja. Und so ist auch dieses Paket zu verstehen. Ne? Es gibt mal gute, mal schlechte, mal schwache, mal gute, mal sehr gute Phasen. Und da sollte man in guten Phasen die Füße auf dem Boden halten und in, ich sag mal, schwächeren Phasen nicht verzagen. Oder sehe ich das falsch? Wie siehst du das, Norbert? Nee, sehe ich absolut genauso. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Da hattest du vorhin gesagt, des Gesamtvermögens. Bitte des Gesamtvermögens, was ich bereit bin, an der Börse zu investieren. Also nicht, dass einer auf die Idee kommt und sagt, oh, meine 10 Häuser, die muss ich auch noch dazu machen. Ah, da muss ich ja eins verkaufen, damit ich hier dann an der Börse. Nein, das ist nicht gemeint. Wenn wir über Gesamtvermögen reden, dann reden wir über das Vermögen, was wir bereit sind, an der Börse zu investieren. Nicht das andere Vermögen. Das hat hier nichts mit zu tun. Ansonsten, wer noch in Erinnerung hat, diese grünen Balken und es gab auch rote Balken, ne? Bei Aktientrades in manchen Jahren gab es auch rote Balken. Man muss immer damit rechnen, dass es vielleicht mal nicht so läuft wie im Jahr 2023 oder in 2020. Außerdem weiß man auch nicht, wäre man bereit gewesen, dort entsprechendes Kapital überhaupt einzusetzen. Daher bitte immer mit Vernunft
mit einer entsprechenden Sicherheit, ohne dass man jetzt übersicher wird. Denn wenn man an der Börse handelt, dann muss man Risiko eingehen. Das gehört zusammen, das muss austariert sein. Und diese 10% betrachten wir als dieses Austarierte, damit kann man arbeiten. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, Norbert, dann steigen wir mal ein und sagen ein paar Worte auch zu den Auswertungen, den Strategien. Und einen Satz, den will ich dir überlassen, das ist hier unten der. Ja. Da machst du mich auch immer wieder drauf aufmerksam in den Webinaren, das sollen wir häufiger mal zeigen. Richtig, also dass wir Transaktionskosten einrechnen. Wir haben es hier mit K.O.-Zertifikaten, bei Aktien, das kann ich sagen, mit Hebel 3, bei Indizes mit 4 oder auch im anderen Hebel gerechnet. Also wir bleiben auch hier auf dem Boden. Auch hier könnte man ohne Probleme sagen, na, warum hat man das nicht mit Hebel 10, wenn das ja alles so super drüber ist. Ja, man kann, selbstverständlich, es bleibt jedem überlassen. Wir würden es einfach nicht tun, weil wir vielleicht bodenständig sind, für den einen oder anderen vielleicht zu bodenständig. Aber wir wollen mit den Füßen auf dem Boden stehen und auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und das Jahr darauf an der Börse handlungsfähig sein. Und eins ist auch klar, das hatte ich schon nebenbei erwähnt, und das gilt für alle Backtests. Nicht nur für die von Trading Brothers, nicht nur die vom Norbert, sondern für alle Backtests. Das sind keine Garantie für zukünftige Erfolge. Ja, wenn ihr also irgendwo, und das gibt's, so den einen oder anderen hören, oh ja, das ist eine Vergangenheit, 100% Gewinn, ne? Platin dreht, Palladium dreht, war mal 8 Jahre hintereinander Gewinn, oh ja, jetzt mache ich all in und dann geht's richtig zur Sache. Dann kommt der 9. Trade und dann heißt es, oh weh, oh weh. Also da bitte aufpassen. Und weil das keine Garantie ist, versuchen wir das über die Positionsgröße und über den Hebel auszutarieren. Ja, ja. Das vielleicht dazu. Genau, so. Und die Backtest-Ergebnisse sind halt keine Garantie für die Zukunft. Ne? Aber Norbert, was haben wir anderes in der Hand, als Dinge zu backtesten, die in der Vergangenheit funktioniert haben? Das hat mein Namensfeller, der Herr Müller, nicht der Dirk Müller, der andere Müller, der hat das auch schon gesagt. Ja, dann sag mir doch bitte, was es für eine andere Möglichkeit gibt, irgendetwas an der Börse zu machen. Natürlich kann ich sagen, ich weiß nicht, was in der Vergangenheit war, will ich auch nicht wissen. Ich gucke einfach auf den Chart und dann entscheide ich mich. Ja, auf welcher Basis entscheidet er denn? Er guckt doch wieder, wenn er auf den Chart guckt, auf die Vergangenheit und entscheidet sich dann, jetzt müsste es hoch und runter gehen. Ansonsten, die gar nichts machen wollen, die können dann sagen, okay, dann werfe ich eine Münze hoch und die macht rot oder schwarz und dann gehe ich long oder short. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit, aber die ist nicht zielführend. Ja, ich habe gerade ein Gespräch geführt mit jemandem, der im Daytrading sehr erfolgreich ist und das auch schon seit Jahren, und der hat mir Folgendes gesagt: Du Falk, ich brauche keine Indikatoren im Chart, ich gucke mir den Chart an, der reicht mir aus. Ja, der hat aber schon 10.000 Stunden lang auf diese Charts geguckt und der hat so viele Muster und so viele, ich sag mal, statistische Daten im Kopf, dass der einfach gewisse Situationen erkennen kann. Er macht es einfach dann über seine Erfahrung. Aber letztendlich hat er sozusagen auch in einer gewissen Weise Muster, Daten, Dinge, die früher funktioniert haben, im Kopf. Und deswegen kann er auch nicht einem anderen das einfach mal beibringen, weil du musst diese Erfahrung auch erstmal sammeln. Richtig. Und wir machen es halt für jeden auch greifbar. Wir haben hier Regelwerke, die kann wirklich ein Anfänger nachmachen. Warum? Wir lassen einfach den Computer, die Maschine gewisse Dinge rückrechnen, haben dafür gewisse Kriterien angelegt. Die Kriterien sind so gewählt, dass es realistisch ist. Ja, und dann würde ich sagen, warte mal, ich habe hier nochmal diese Grafik mit drin. Die kommen so zustande. Trefferquoten 75%. Ja. Das ist à la Bonheur. Ich handle sehr gerne Strategien, über 70% Trefferquote. Damit komme ich seit Jahren sehr gut zurecht. Ich muss sagen, mittlerweile
Alles, was unter 70% ist, das ärgert mich schon eher, weil wir machen alle nicht gerne Verluste. Und vor den Die treffen immer aufs Gemüt, ne, Falk? Ja. So ein blöder Verlusttreffer, der trifft immer aufs Gemüt. Es geht mir genauso. Es ist einfach so ein blöder Verlusttreffer, der tut weh. Und deswegen macht man ihn nicht. Vielleicht noch eine Anmerkung. Ich gebe diesem Daytrader absolut recht, der guckt nur auf den Chart. Das machen wir gerade speziell bei diesen Trades auch. Wir gucken nur auf den Chart und legen jetzt die Charts, das macht eine Software für uns, einfach der letzten Jahre immer wieder übereinander und sagen, aha, da gibt es eine Anomalie. Eine Anomalie, die sagt uns, lass die Finger davon oder jetzt wäre es ganz gut, mal statistisch gesehen einzusteigen. Dann haben wir einen kleinen Vorfilter und dann war es das. Also wir haben hier keine 20 Indikatoren, mit denen man das alles wunderbar dann machen könnte und dann könnte ich dir, Falk, auch 100% dahin schreiben oder vielleicht 95%, wollen nicht übertreiben, aber ich schätze, über 90% wäre kein Problem, wenn man entsprechendes Indikatoren, Auswahl und sonstiges Management da treiben würde. Nur das ist nicht hilfreich, weil 3 Tage später ist die Welt eh anders da und dann werden aus diesen 75 vielleicht nur noch 60, denn wir haben 42 Gewinner in Folge, aber auch 9 Verlierer in Folge. Und jetzt erinnere ich mich an das war im Herbst. Wir starten und 3 Tage später sind 3 Aktien im Minus. Was für ein blödes System. Sowas ist, gibt ja nur Verlusttrades. Sowas will ich überhaupt nicht haben. Der hat das System wahrscheinlich nicht nur nicht verstanden, sondern der hat dann, der oder diejenige hat dann auch die Börse nicht ganz verstanden. Die verlangt uns das ab. Und da müssen wir leider auch durch. Also Falk, ich mag es auch, aber es klappt nicht ganz. Vielleicht noch mal ein paar Worte hier zu dieser Statistik. Die ist noch mal in Gesamt. Also das sind wirklich die letzten 24 Jahre. Long und Short unterteilt. Und hier ist es sogar so, bei den Long Trades sind 11 in Folge mal in den Verlust geendet. Das sind Serien, wo auch wir uns dann schwer mit tun. Das sind natürlich Extremsituationen. Meistens merkt man das schon an der Gesamtsituation. Aber sowas passiert, zwar selten, aber es passiert. Und hier nicht die Hoffnung oder den Mut aufzugeben, das wird eine Kunst sein. Aber dafür sind wir auch da, werden das auch regelmäßig weiter kommentieren. Und diese 42 in Folge gewinnen, die nimmt jeder gerne mit. Ja, das ist klar, kommt natürlich auch eher selten. Und hier unten seht ihr mal die durchschnittliche Haltedauer dieser Trades. Also das sind klassische Swing-Trades. Sie gehen in der Regel, ich sag mal so zwischen 10 und 15 Tagen. Gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Ihr habt es in der Timeline eigentlich auch schon gesehen. Und die längsten Trades, das ist eben begrenzt durch dieses saisonale Paket, gehen, wenn alles läuft, wenn kein Filter greift und wenn sie auch nicht zu früh in den Take-Profit laufen, an die 60-Tage-Marke ran. Ja, das sind 1 oder 2 Trades, die das mal erreichen könnten. Ja. Gut. Ja. Steigen wir ein, gucken wir mal so ein bisschen genauer auf die Einzelstrategien. Und begonnen haben wir mit den Frühlingstrades. Du hast schon gesagt, ich weiß nicht, wie lang es her ist, 10 Jahre. Wir haben im Traders mal einen Artikel geschrieben, sehr umfangreich, mehrere Seiten, unglaublich viel Statistik reingemacht. Da habe ich diese Strategien schon vorgestellt. Da haben wir beide schon im Captimizer dann auch verschiedene Dinge ausgewertet, den Hebel, welche Zertifikate, ein Faktor, ein K.O. und ähnliches. Also das haben wir alles dann gemacht. Und ja, es geht um den Zeitraum März. Wir sind jetzt bei den Aktientrades, meine ich. Ne? Bei den Aktien, ich bin gerade ein bisschen auf dem falschen Dampfer gewesen. Im Frühling starten wir mit den Aktien im März. Und hier seht ihr, wie das startet. Und wir haben mal RWE rausgegriffen.
Norbert, warum haben wir eigentlich RWE ausgewählt? Weil das ist ja keine klassische Aktie, die wir long handeln. Ganz im Gegenteil, ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren habe ich RWE, ich glaube, im Verhältnis 10:1 geschortet und bin das nicht long gegangen. Also RWE, wenn du vielleicht nächstes Bildchen machst, dann kann man das vielleicht ein bisschen erklären. Ne, das meinte ich jetzt nicht, wo die Auswertungen schon drauf sind. Aber lass mal das RWE. Ja, das. Okay. Ja, das RWE, also ich habe RWE in 2024 mit E.ON zusammengehandelt. Leider habe ich es dann zu lange gehalten. Ich bin also nicht 2,7 am Hoch raus. Irgendwie habe ich es nicht gepackt, sondern ich bin am 2,8 am Tief raus. Das war meine Erfahrung damals. Also diese Energieaktien, die haben auf der einen Seite eine Langfristigkeit. Auf der anderen Seite sind es unheimliche Zykler. Das sieht man hier sehr schön. Und trotzdem, das sieht man an diesen blauen Linien, die da drin sind. Jede dieser blauen Linie ist ein Trade. So, das heißt, dann gab es 2008 gab es kein Trade durch den Filter. Und dann 2009 gab es wieder ein Trade. Und selbst in dieser Abwärtsbewegung, das ist wirklich das Erstaunliche bei RWE, gibt es immer wieder Erholungsphasen und die sind im Frühjahr. So, wer jetzt RWE ein bisschen kennt, weiß, dass die einen riesen Umschwung in ihrem Unternehmen gemacht haben. Also eine RWE von heute hat nichts mehr zu tun mit einer RWE von 2007. Damals Kohle und Atom und ab 2011, da sehen wir den Riesenrückgang bei RWE, 2011, 2015, ne, die Atomkraftwerke werden abgeschaltet, da war RWE stark. Dann gab es noch die Aufsplitterung, ne, die E.ON hat ihren Geschäftsbereich gemacht, die waren ja früher mehr oder weniger direkte Konkurrenten. Dann hat man sie getrennt und hat sie zu jedem Einzelnen gemacht, da hat also die Politik sehr stark eingegriffen bei RWE. Und jetzt muss man noch sagen, RWE, das werden, ich weiß nicht, ob wir Bürgermeister hier dabei haben oder Verantwortlichen, die in Stadträten sind im Finanzausschuss, dann werden die feststellen, speziell in Nordrhein-Westfalen ist RWE ein großer Batzen im Portfolio des städtischen Vermögens, also die Stadt Essen zum Beispiel. Und die hat 2015, 2016 bitterlich geweint, weil die Stadt oder die Städte, die greifen gerne auf die Dividende, die RWE sehr gerne bezahlt und auch gut bezahlt, greifen die zurück. Das heißt, RWE ist an für sich gar kein richtiges Energieunternehmen. Ich meine damit, es ist halt sehr stark staatlich beeinflusst von staatlichen Entscheidungen und deswegen hupst die halt immer hin und her und macht diese Sachen. Sie zahlt wunderbare Dividende, ist aber nicht in unserem Universum, aber sie hat eine Saisonalität, die mich einfach überzeugt hat. So, und genau. Diese die Saisonalität, ja, die steigt, die fängt an im März, da ist bei dieser Berechnung ist das Jahr 2020 noch mit drin. Wenn man das dann ein bisschen anders da macht, ist es nicht ganz so tief. Und sie steigt aus so Mitte April. Dann ist es gut, wenn man das wieder verlässt. Was könnte dahinter stecken? Es könnte einfach der Anreiz der Dividende. Ich muss ja, um Dividende ausbezahlt zu bekommen, die Aktie vor der Hauptversammlung ja auch besitzen. Ja, wenn ich Aktionär bin, ich kann ja nicht sagen, naja, ich kriege Dividende, dann kaufe ich sie nach der Hauptversammlung und will noch Dividende und den Kursabschlag einstecken. Das funktioniert nicht, sondern ich muss sie vorher besitzen und das scheinen viele zu machen und deswegen gibt es diesen Anstieg. Ja, die Trefferquote ist, wenn man es wirklich alle Jahre der letzten 30 Jahre auswertet, 70%. Und das ist was, wo wir sagen, das ist ein Muster. Da ist, ne, wie du es schon so eben schön genannt hast, eine Anomalie. Irgendwas ist da nicht normal.
und in dem Fall zu unseren Gunsten. Die kann man nutzen, aber wir nutzen sie ein bisschen besser. Du hast einen Filter eingebaut, der die Quote nochmal deutlich verbessert. Wir arbeiten hier auch mit keinen, ich sag mal, irgendwelchen Spezialfiltern, die du unbedingt mit einer Software dann dir generieren musst. Nein, es sind in der Regel gleitende Durchschnitte oder unsere ganz übergeordneten Crash-Indikatoren. Also wenn ein Crash-Indikator natürlich sagt, hier Vorsicht, jetzt solltest du nicht handeln, dann kann es auch mal einen Ausfall geben, aber man hat ja auch gesehen, selbst in Bärenmärkten greift dieses saisonale Muster in dem Fall sogar außergewöhnlich stabil. Also in 2020 war das Signal super. Allerdings hat hier wirklich der Filter gezeigt, nein, in diesem Jahr handeln wir RWE nicht. Das wäre ein leichtes gewesen, den Einstiegszeitpunkt um ein paar Tage dann zu verlegen, speziell für dieses Jahr. Dann wäre das explodiert im positiven Sinne. Das habe ich hier an dieser Stelle nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, okay, in den Jahren vorher und den Jahren nachher war der Einstiegstag dieser 13. der vernünftige und dann ändere ich das nicht wegen dem Jahr 2020 und wenn es dann halt keinen Trade gibt, ja, da gibt es keinen Trade. Ich sehe zwar jetzt schon die Tränen in den Augen, wenn dann wieder so ein Ereignis stattfindet. Wieso sind wir hier nicht eingestiegen? Das bleibt jedem selbst überlassen. Aber der ein oder andere sollte sich mal rückbesinnen, was er im Jahr 2020 Mitte März gemacht hat, ob er da unbedingt einsteigen wollte. Das waren die Trading-Brüder, die gesagt haben, ey, wie wäre es denn mit Alphabet dort einzusteigen und ihr seid blöd und jetzt krammeln und die Welt geht unter und so weiter und so fort. Also ja, es kostet, diese Saisonalität kostet auch eine gewisse Überwindung in der Handlungsweise. Mut im richtigen Moment und deswegen auch die Positionsgröße, das ist in dem Fall wichtig und auch der Hebel, den wir ansetzen. Weil es wird immer wieder zu folgenden Situationen auch kommen. Wir kriegen einen Einstieg und das Ding hat gerade eine charttechnische Unterstützung durchschlagen oder einen Trend unterboten oder irgendein Indikator ist gerade hier oder hü oder hot. Das ist uns in dem Fall aber egal. Das ist ein statistischer Trade und hier kommt gerade die Frage, die Strompreise sollen zukünftig eklatant zurückgehen. Dann könnte natürlich das Geschäftsmodell in dem Fall von RWE auch beeinträchtigt werden und, und. So, jetzt vielleicht, Falk, wenn ich jetzt höre, die Strompreise sollen zukünftig zurückgehen. Wir reden über einen Zeitraum vom 13. März bis irgendwann Mitte April. Gehen die in dieser Zeit zurück? Hat das dann Einfluss auf den Ding von RWE oder interessiert das niemand? Das kann niemand sagen. Und nochmals, als RWE richtig in den Zeilen hin, und das hat mir speziell bei RWE, ich wiederhole das, ganz besonders gefallen. Also zwischen dem Jahr 2007 und dem Jahr 2016, wo es für RWE wirklich nichts zu holen gab an der Börse, hat dieses System wunderbar funktioniert. Ja. Ein Verlust hier. Und der Rest waren alles Gewinner im Abwärtstrend. So. Und das ist auch der Grund, warum wir so reingenommen haben. Sowohl in Long- als auch in Short-Phasen scheint das Muster stabil zu laufen und ist damit eben aussichtsreich. Ich will an der Stelle vielleicht mal auf Folgendes eingehen, weil selbst wenn der EWE-Trade nicht funktioniert, ist es einer von vielen und das ist, was wir hier vermitteln wollen. Auf den Einzeltrade kommt es auch nicht an. Wer sich mit einem Einzeltrade, ich sag mal, zu sehr verliebt, der leidet dann, weil genau der wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Und wenn man das wirklich, ich sag mal, ein bisschen unemotional einfach umsetzt und auch die Gewinne akzeptiert, die Verluste dann eben, ich sag mal, ärgert und den Mund abputzt und weitergeht, wird die besten Ergebnisse haben. Ne? Also wer sehr störrisch hier die Systeme umsetzt, hat in der Regel die besten Gewinnchancen. Ich gebe euch jetzt hier nochmal einen Überblick, wie das Ganze dann bei uns aussieht, damit ihr auch wisst, was los ist. Ja, also hier seht ihr RWE, das D steht für Deutschland. Das heißt, ihr müsst bei den Handelszeiten natürlich auf die deutschen Handelszeiten achten. Wir haben hier ein Derivat, in dem Fall ein Hebel 3, das seht ihr hier hinten.
Und das wollt ihr natürlich kaufen und verkaufen. Und außerhalb der Handelszeiten gehen die Spreads auseinander oder die Derivate werden gar nicht gehandelt, ne? Also wir kriegen ab und zu E-Mails, warum kann ich RWE nicht handeln? Morgens um 6, ja, weil die Börse noch nicht geöffnet ist. Ihr lacht, manche, aber das kriegen wir tatsächlich, ja. Und dann gucken wir auf einen Filter. Die Filterkriterien habe ich hier rausgenommen. Die sind in dem Paket beschrieben. Dann habt ihr das saisonale Zeitfenster. Hier seht ihr, geht es los. Und Close bedeutet am Ende des Handelstages. Wenn der Filter ein Okay gibt, steigen wir ein. Dann haben wir einen Sicherheitsausstieg. Dann haben wir einen festen. In dem Fall bei RWE liegt er bei 5%. Ausstieg zu Close. Wenn RWE 5% zurücksetzt, dann greift unser Sicherheitsstop-Loss. Fertig aus. Trade nicht geklappt. Bei RWE haben wir keinen Take-Profit. Dann beim Ausstieg haben wir auch keine Filterkriterien. Dann ist dann eben der Ausstieg am, hier seht ihr es, RWE, 13.04. und zwar am Ende des Handelstages. Wir gewichten das mit ungefähr 5%, weil wir alle hier mit 5% gewichtet haben und damit habt ihr euren Trade. Ja. Das erklären wir, Open plus 1 heißt dann zum Eröffnungskurs, das erkläre ich im Video. Also hier wird ganz genau definiert, wann wir wo was machen, damit ihr keine Fragen habt. Und damit das noch ein bisschen klarer wird, habe ich jetzt hier mal Mastercard rausgeholt und das Ganze nochmal an einem Beispiel einer amerikanischen Aktie aufgezeigt. Also das, was ihr hier oben seht, seht ihr Mastercard, wir haben einen gleitenden Durchschnitt, wir haben die Aktienklimawende. Und wenn die Filter grün sind, seht ihr hier, haben wir einen Einstieg plus Open 1. Das ist eine amerikanische Aktie. Also wenn wir dürfen, seht ihr hier, gehen wir sowieso erst am nächsten Tag zur Eröffnung in den Markt hinein. Also wir wissen eigentlich schon weit vorher, wann wir den Trade absetzen wollen. Und dasselbe gilt beim Ausstieg. Ja, nee, beim Ausstieg gehen wir direkt raus, wenn das Zeitfenster sich schließt. Dann werden wir zur Eröffnung des Handelstages aussteigen. Den Stop-Loss haben wir hier definiert. Der darf natürlich nicht gerissen werden. Dann wird der Trade vorzeitig rausgenommen. Und dasselbe gilt für den Take-Profit, wenn einer da ist. Ne, hier bei Mastercard würde der Take-Profit vorzeitig ausgelöst, wäre der Trade auch ja, an der Seitenlinie. Hier ist ein schönes Beispiel. Wir nehmen den Trade raus und was passiert? Er läuft ein paar Tage weiter. Wird uns das immer mal wieder passieren? Norbert, da kennst du dich auch gut aus. Wir Ja, verkaufen weiter. selbstverständlich. Und dann ist man, Mensch, wie kann man jetzt nur aussteigen? Das wird doch noch super gelaufen. So, dann muss ich aber auch fragen, ja, wunderbar, jetzt tun wir mal das Take-Profit weg. Eigentlich, warum haben wir Take-Profit drin? Das steigt ja eh noch weiter. So, dann sind wir, ja, nochmal 20 Tage weiter. Ja, wer steigt dann bitte am Hoch aus? Naja, jetzt warten wir mal. Es könnte ja noch weitergehen. Jetzt geht es ein bisschen runter. Lass es mal ein bisschen runtergehen. Ja, es geht noch weiter. Ja, jetzt. Also bei Einstand steige ich aus. Und was macht der? Der steigt bei Einstand, steigt er dann aus, wenn er das noch trifft und ärgert sich dann, dass es ein paar Tage später wieder läuft. Das Ding ist nun mal ein System. Und das System weiß halt nicht, dass jetzt die Nachricht rauskommt, dass Mastercard vor Visa liegt und ein wunderbares neues Geschäftsfeld in Europa entdeckt hat und dann eine News kommt und das Ding hochgeht. Das weiß es aber auf der anderen Seite auch nicht, im Gegenteil, sondern das guckt einfach, wie waren aus den letzten Jahren die entsprechenden Daten und wie kann man da etwas handeln. Ja, also das ist, man schneidet sich, man versucht aus dem Kuchen einen Anteil herauszuschneiden. Und der Dimitri Speck, der ja Sisenex immer wieder mit uns vorstellt oder bei Trading Partners vorstellt, der hat immer ein Bildchen mit dabei. Das ist eine Ausstellung, was sind die effektivsten Strategien. Und da ist bei seiner Ausstellung die Saisonalität an Nummer 1. Und Nummer 2 kommt der Trend. Im Prinzip hat man hier einen Trend und schneidet damit der Saisonalität etwas heraus. Früher bin ich immer hingegangen und habe genau das gemacht, was du eben gesagt hast. Ah ja, dann warte ich mal noch.
Ich will noch den Trend mitverfolgen, habe mir einen Indikator überlegt, wie man den Trend da noch ein bisschen mitverfolgen kann. Also nicht nur einfach mit Trailing Stop, sondern schön mit Indikatoren. Was war das End vom Lied? Meistens bin ich dann am Tief ausgestiegen, weil das Hof hat keinen Indikator getroffen. Ja, wie soll er das auch treffen? Ja, selbst ein Stochastik, wenn er da im überkauften Bereich drin ist, der kann lange im überkauften Bereich bleiben. Der sagt nicht, du musst gleich nächsten Tag aussteigen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding ist auf Daten beruht und das hat seinen sittlichen Mehrwert. Nichtsdestotrotz werden wir uns trotzdem herausnehmen. Ich habe das am Beispiel der Sommerstrategie schon erwähnt, dass wir uns selbstverständlich angucken, ey, was passiert jetzt mit dem Unternehmen? Ist es was? Also macht jetzt Mastercard plötzlich Unterseeboote, dann wird irgendwas ganz anderes passieren. Dann wird Mastercard wahrscheinlich nicht mehr dort auftreten. Vielleicht an der Stelle ein schönes Beispiel, Norbert. Mastercard kennen viele und man hat so innerlich das Gefühl, die gibt es schon seit ewigen Zeiten. Aber wenn du hier unten mal drauf guckst, wieso gibt es keine Daten hier vor 2009? Weil das ist ein schönes Beispiel, davor gab es einfach Mastercard nicht zu handeln. Ja, ne, das gilt auch für Visa, das gilt auch für andere. Trotzdem haben wir es gemacht und haben gesagt, okay, das sind dann Nullerjahre in der Vergangenheit. Wir nehmen sie mit, wir zeigen sie. Aber ich kann ja nicht Mastercard weglassen, weil es 2001 noch keine Daten gab. Ja. Was wir aber nicht machen werden, wenn jetzt Daten über die letzte, das, es gibt ja jetzt momentan sehr viele neue Aktien, die wieder an dem Markt gehypt werden, die vielleicht ein oder zwei oder drei Jahre an der Börse sind. Auch diese Aktien wird man hier nicht finden. Also das sollte schon mindestens so um die 10 Jahre an der Börse sein, denn nur dann bekommt man auch entsprechende historische Daten. Also mit 1-2 Jahren solche Aktien nach dem Motto heute auf dem Markt, morgen kaufen, nee, machen wir auch nicht. Hier kommt gerade die Frage, Norbert, Mastercard, wenn ich jetzt hier mir ein K.O.-Zertifikat kaufe, geht das mit der Comdirect? Also ja, Comdirect geht, aber diesen Trade, dieses Signal hier, das könnt ihr umsetzen, wie ihr wollt. Ja, es gibt Leute, die haben CFD-Konten, damit könnt ihr das machen. Es gibt Leute, die haben echte Aktien, dann kaufst du eben die Mastercard mit der echten Aktie. Es gibt Leute, die kennen sich mit Optionen aus. Man kann diesen Trade auch mit Optionen umsetzen. Hier geht es darum, diese Situation zeigt, hier bei Mastercard ist jetzt was Interessantes, das kann man nutzen. Und wir haben es ausgewertet hier in dem Fall mit K.O.-Zertifikaten, in dem Fall ein K.O.-Hebel 3. Wenn du dir da unsicher bist, ob das bei deinem Broker zu handeln ist, ist der beste Weg, den Broker zu fragen, ja, oder da nachzugucken. Wir kennen nicht jeden Broker. Und da ändert sich das auch ab und an. Ja, der eine Broker macht dies, der andere das. Der beste Weg ist wirklich, dort anzurufen, geht das. Und du brauchst natürlich die Risikoklasse E, um Derivate umsetzen zu können, sonst musst du das halt mit der Aktie machen. Was aber auch möglich ist, ja, ja. Das möchte ich hier auch mal betonen. Also ich zum Beispiel bin einer derjenigen, der lieber, ich sag mal, dann statt 5% dieses Kapitals dann vielleicht 10 nimmt oder 15 und handelt das mit der Aktie. Das kann für den einen oder anderen in einer GmbH oder was auch immer auch interessant sein. Also es bleibt jedem selbst überlassen. Deswegen haben wir es hier noch offen gelassen. Aber wir wissen, dass wir viele Fragen haben. Mensch, warum haben wir nicht und könnt ihr nicht eine WKN oder sonst was? Eine WKN bei K.O.-Schein, ich weiß heute nicht den Hebel von Mastercard oder RWE am 15. oder bei Mastercard an welchem Tag auch immer. Das wissen wir nicht. Wir kennen nicht den Kurs an diesem Tag. Wir kennen nicht dadurch auch nicht den Hebel. Deswegen können wir euch weder für Optionsscheine noch für K.O.-Scheine dort irgendwelche WKNs angeben. Ja. Aber Optionen, ich
muss nicht mehr nur eine Option kaufen, ich könnte auch einen Put verkaufen, ich könnte, ach Gott, was ich alles könnte, und am Schluss kann ich gar nichts mehr. Aber zum Schluss gebe ich euch nochmal einen Hinweis auf unseren K.O.-Zertifikate-Kurs, da erklären wir euch genau, wie ihr das richtige Derivat findet. So, ich hatte vorhin ein bisschen vorgegriffen. Lass uns noch mal ein paar Worte zu den Frühlingsstrategien sagen. Es gibt einen saisonalen Effekt. Du hast schon so beschrieben, die Börse atmet auf, die Sonne kommt wieder raus. Ich habe hier so diese Schneeglöckchen, die vertreiben den Schnee. Ist ein bisschen früher, aber in der Regel fangen so die ersten Osterblumen oder Osterglocken dann an zu blühen. Man atmet auf und das sieht man tatsächlich auch an der Börse. Da gibt es einfach einen statistischen Ausschnitt, in dem wir ungern Short handeln, auch wenn es manchmal in den Situationen Short-Signale gibt und immer wieder feststellen, mit einem steigenden Markt geht es nach oben, Shorties ärgern sich und ja, was machen wir? Wir nutzen diesen Effekt. Ich habe den damals, du hast schon gesagt, bei Traders mal in einem Zertifikat, in einem Magazin beschrieben, sehr umfangreich. Und das handeln wir nach wie vor seit vielen Jahren, mal mit dem, mal mit jenem Index. Der DAX ist in der Regel immer mit dabei. Da funktioniert das gut. Ja, vielleicht nochmal deine Worte. Wie siehst du den Frühling, Norbert? Ich hoffe, dass es wieder warm wird. Ich hoffe, dass wir keine Nachtfröste kriegen, damit mein Apfelbaum nicht wieder erfriert, die Blüten erfrieren und dass ich dann im Herbst Äpfel ernten kann. Und das Übertragen auf die Börse, ja, es wird auch den ein oder anderen Nachtfrostfleisch geben. Und insgesamt ist der Frühling eine positive Jahreszeit für Börsen. Ja. Wir haben in dem Fall in unserem Paket eine Doppelstrategie angegeben, wo wir das in zwei Wegen handeln. Also wir haben einen früheren und einen späteren Ausstieg. Wir geben euch also hier auch Trading-Techniken mit an die Hand. Und man kann das sich wie Teilgewinne, Teilausstiege vorstellen. Man geht am Anfang mit einem Gewinnvorteil in den Markt. Man macht mal Teilgewinne und lässt den Rest weiterlaufen. Und dann gibt es dann die passenden strategischen Ergebnisse auch hier. Hier seht ihr, auf den ersten Zeitraum haben wir eine andere Trefferquote als auf den längeren Zeitraum. Und das erklären wir euch dann innerhalb des Videos. Und so setzen wir das dann eben auch genau um. Und dann werdet ihr da optimal an die Hand genommen. Hier seht ihr das nochmal. Und in der Auswertung haben wir beide zusammengenommen. Wir sehen das als eine Strategie. Und die Richtung, ich denke, die ist eindeutig, links unten nach rechts oben. Wir kennen diese Trades. Sie nehmen sich auch mal die Auszeit. Aber wir handeln nicht nur den DAX, sondern wir handeln in der Regel immer noch weitere Indizes aus der DAX-Familie, aber auch ein paar Exoten, auch den ein oder anderen Amerikaner. Einer, der trifft in der Regel immer. Einer läuft nicht so gut, ein anderer gut. Aber wenn man sie insgesamt als Paket handelt, bekommt man meistens ein gutes Ergebnis bei raus. Hier vielleicht an der Stelle mal die Frage an dich, Norbert. Hier handeln wir eine durchschnittliche Dauer, das sieht man hier bei der kurzen Strategie von 5 Tagen, bei der etwas längeren von 7 bis 8 Tagen. Würdest du da ein K.O. oder ein Faktorzertifikat bevorzugen? Also hier kann man beides handeln. Also in diesem Fall, man beachte bitte auch den Hebel. Der Hebel beim Faktorzertifikat ist dann der Faktor, also ein Faktor 4, nicht 40, 4. Wenn man das einhält, dann kann man das ohne Probleme, ich habe also verschiedenste Auswertungen gemacht, kann man das ohne Probleme auch mit dem Faktorzertifikat handeln. Das Faktorzertifikat hat viele Nachteile, bringt vielen viel Ärger, wenn sie, und mehr will ich dann auch nicht sagen, weil das führt dann zu einem separaten Seminar oder Webinar oder was auch immer, wenn ich also meinen Faktor zu hoch wähle und die Laufzeit nicht beachte, also Laufzeit, in welchem Bereich ich handeln will. Nehmen wir mal, ich will über das ganze Jahr handeln und wähle dann einen Hebel 4, dann macht einem das Faktorzertifikat keinen Spaß. In diesem Fall ist es ist kein großer Unterschied. Es ist über die Jahre hin
weder Vor- noch Nachteil. Also das hält sich fast die Waage. Das kann man machen. Es gibt einen großen Vorteil und das haben wir schon genutzt bei unserem Spezial. Dort weiß ich heute schon den Faktor und ich kenne damit die WKN an dem Tag, wo ich einsteigen will. Aber es gibt auch dort Probleme, deswegen machen wir jetzt noch nicht, dass wir da überall WKNs oder sonst was angeben, weil das bedarf der separaten Vorbereitung und das behalten wir uns auch dann für das Rad des Jahres oder andere Dinge dann vor, weil die Gefahr ist groß. Ich habe mit mehreren Emittenten gesprochen, Faktorzertifikate. Norbert, was willst du mit uns antun? Die Leute werden nur mit uns telefonieren und haben mir dann erklärt, warum, weswegen. Und die Probleme waren zu hoher Faktor, über mehrere Tage gehalten. Das ist tödlich. Ja, machen wir es kurz. Also Faktorzertifikate bedürfen ein bisschen Erklärung. Und das machen wir Richtig. dann im Rahmen eines Seminars, damit da auch keine Missverständnisse entstehen. Wenn man sie an der richtigen Stelle benutzt, ich vergleiche das immer gern mit einem Werkzeugkoffer. Wenn du genau weißt, wann du wo welches Werkzeug einsetzen solltest, dann gibt es keine Probleme. Aber wenn man mit dem Hammer anfängt, das Fenster zu putzen, dann kann es auch mal zu Scherben kommen. Gut. Ja, ich habe hier nochmal gegenübergestellt, welche Strategiepakete wir da drin haben. Ihr seht, DAX und DAU haben wir nochmal gegenübergestellt. Interessant fand ich in dem Fall, den DAU haben wir ja lange ignoriert, Norbert. In den letzten Jahren punktet der und holt schwer auf. Ne? Deswegen haben wir noch dieses Mal mit ins Paket gepackt. Hängt wahrscheinlich auch mit den Aktien, die heute im DAU drin sind. Eine Apple war ja vor 15 Jahren nicht im DAU drin, zumindest meines Wissens. Ja, also das ist das Strategiepaket. Hier könnt ihr mal sehen, in manchen Jahren läuft das ein oder andere mal gut, mal schlecht, mal nicht. Ne, hier zum Beispiel das Grüne, das hat hier wunderbar performt, während das Blaue hier mal seitlich gelaufen ist. Also das ist so ein Effekt, der wird immer mal auftreten. Ne? Der eine Index geht ein bisschen zurück, der andere geht ein bisschen nach oben. Hier kann man wirklich sagen, das ist so ein Konglomerat von vier Trades. Und wenn man die zusammen absetzt, kriegt man in der Regel einen schönen Gewinnvorteil. Ja, kommen wir mal zu den Edelmetallen. Bei den Edelmetallen ist es so, da haben wir einen negativen Zeitraum. Die meisten kennen unsere Edelmetall-Trades seit vielen Jahren, so ich sag mal im Winter. Das hat dieses Jahr nicht gut funktioniert. Die Jahre davor sensationell, muss man sagen. Und wir haben jetzt hier mal eine strategische Überlegung mit reingenommen, wo man auch mal Edelmetalle shorten kann in einem gewissen Zeitfenster. Richtig. Und wenn man diesen saisonalen Chart betrachtet, dann sieht man hat im Prinzip zwei Zeiträume, wo Platin in diesem Fall nach unten gehen. Das ist einmal vom Juni, Anfang Juni bis Ende Juni und dann irgendwann vom Juli, Ende Juli bis Ende September. So, und wir haben uns jetzt dazu, oder ich habe mich dazu entschlossen, hier gerade speziell zu ergänzen und auch zum Wunsch, Mensch, nehmt doch die Dinge auch da mal ins Auge, hier zu entsprechen. Und wir reden jetzt über das Frühlingspaket, das endet im Juni. Deswegen wird es keine Trades im Frühlingspaket geben von August bis September, aber es wird ein Trade auf Platin und Palladium, wenn alles dem entspricht, könnte es geben von Anfang Juni bis Ende Juni. Das wird eine interessante Geschichte, denke ich. Ja. Bringt dann auch ein bisschen Abwechslung rein in die Geschichte. Und wenn sich dieser Trend vielleicht weiter anhält mit diesen zwei Edelmetallen Platin und Palladium, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehen möchte, dass dieser Trend nach Süden da anhält, dann wären natürlich die Short Trades angebracht. Auch hier sind wir, ich weiß, dass viele das gerne mit 10 oder 15 oder 20 handeln. Wenn sie ihre Positionsgröße im Griff haben, funktioniert das auch.
Wenn nicht, dann tut es wieder weh, weil es gibt keine Garantie auch hier. Ja, mein Satz vom Backtest und der Vergangenheit stimmt auch hier. Es gibt halt auch manchmal weniger gute Tage oder Jahre und dann macht das Ding Ärger. Aber ansonsten die letzten Jahre, ne? Ja, ist ein stabiles Muster, das kann man gar nicht anders sagen. So. Er lockt einen zum Einstieg, auch diesen Short immer mal wieder zu probieren. Deswegen haben wir ihn ins Paket mit reingenommen. Richtig. Und ich habe euch für diesen Einblick hier mal einen Track Record der letzten Jahre mit reingenommen. Und zwar von 2000 hier bis 2023. Und hier seht ihr mal, wenn ihr wollt, könnt ihr auch, wenn ihr die Aufzeichnung seht, Pause drücken. Anlagedauer, maximaler Gewinn. Also wie viel ist das mal der Trade in den Gewinn gelaufen? Wie viel ist der Trade innerhalb dieser Zeit in den Verlust gelaufen? Welchen maximalen Drawdown hatten wir in dieser Zeit? Das sind so die Kriterien, die wir uns dann anschauen, um eben ein Trading-Setup daraus zu machen. Das müsst ihr nicht machen. Wir haben es hier mal besprochen. Das sind so die Hintergründe, die wir dann beachten, wo wir dann eben uns genau anschauen, wo wird ein Take-Profit gelegt? Wo wird ein Stop-Loss gelegt? Welcher Hebel wird angesetzt? Welche Positionsgröße kann man überhaupt ansetzen? Die ganzen Überlegungen fließen eben in ein solches Trading-Szenario ein. Und ja, in dem Fall Derivat. In dem Fall, wir haben Anlagedauer auch 13 Tage. Auch wir haben hier gesagt, das ist ein K.O.-Zertifikat. 13 Tage ist aber noch der Rahmen, wo wir so sagen, das ist so die Grenze, da könnte man auch noch ein Faktor. Bei diesem Produkt ein, aber das kann dann auch schon ein bisschen ärgerlicher werden, aber ist noch. Dann würde noch ich schon eher den Hebel ein bisschen runter, also den Faktor auf 3 runternehmen. Je kleiner der Faktor, desto eher kann man eine längere Zeit aussitzen oder mitmachen. Mhm. Bei höheren Faktoren sollte man auf jeden Fall das lassen. Da warnen uns sogar die Emittenten, also die Hersteller der Faktoren. Habe ich gerade gesagt. Macht das nicht, ja. Okay, gut. Gut, und zum Schluss kommen wir zu der Strategie im Frühling. Ich habe hier mal die verwelkenden Sonnenblumen genommen, wohl wissend, dass die erst eigentlich später verwelken. Aber ja, das war eine trockene Jahreszeit, wo du das gemacht hast. Der Frühling war trocken dann. Ja, es gibt im Juni einfach einen Zeitraum, da ist es genau umgekehrt zum März. Ne, im März Short Trading ärgerlich, während im Juni dann doch der ein oder andere Long Trade mal geärgert wird. Und das haben wir hier mit ins Paket mit reingenommen. Ne, das ist unser sogenannter Juni Short. Waren wir bei der Namensgebung sehr, sehr kreativ. Ja, das ist, ja, was, also okay, ich sage dazu jetzt nichts, sondern würde ich etwas sagen. Es ist einfach die klare Darstellung, über was wir reden. Und da braucht man keine Fantasienamen zu machen. Ja, also wir werden uns früher oder später auch mal Namen zu diesen Strategien überlegen. Und dann kriege ich häufig die Kritik, ja warte mal, wenn du jetzt 2024 dem Ganzen einen Namen gibst, dann hast du es ja vorher noch nie getradet. Die Idee handeln wir schon viel, viel länger. Und wie wir das Ding dann nennen, ja, ich rede mit dem Norbert, dem Arne, dem Dirk über den Juni Short. Wir wissen genau, was gemeint ist. Und ob man dem Ganzen dann irgendwann mal einen Namen gibt. Das macht tatsächlich Sinn. Es gibt nämlich manchmal 2 Juni-Shorts und wenn man die dann namentlich unterscheiden kann, ist das ein Vorteil. Das wird aber zukünftig dann mal vielleicht ergänzt werden. Aber das hat mit dem Inhalt. Schauen wir mal. Gut, hier habt ihr nochmal die Statistik für den Juni-Short. Hier seht ihr auch, da arbeiten wir ebenfalls mit 2 Zeiträumen, sowohl Long als auch Short. Und die, ich sag mal, Short-Strategien an sich, die sind ja so ein Thema, die auch bei uns im TB-Service immer mal wieder für, ich sag mal, Nachfragen sorgen. Short-Trading, ich habe es hier mal geschrieben, kann zäh sein und die Nerven strapazieren und dann plötzlich schlagartig Freude machen. Oder man verzichtet auf den Trade und ärgert sich dann besonders, nämlich dann, wenn man es weggelassen hat. Wie ist da deine Einschätzung zu den Shorts? Bitte erinnere mich nicht dran. Ich bin normalerweise kein Short-Trader und überlege mir immer 10-mal, ob ich einen Short-Trade eingehe. Das ist und deswegen Handelssystem, Strategien,
da weiß man zumindest, aha, man kann es für die Vergangenheit nachverfolgen und kann es am Schluss auf die Strategie dann schieben, dass die ja so doof war. Hier sieht man das zum Beispiel sehr schön, ne? Der Short KO4 hier, der eine macht im Jahr 2000, was ist es, 22, geht er sogar in die vollen, also Volltreffer, und der andere, ja, das gibt einen Verlusträtsel, ne? Also auch das kann es geben. Ja, das ist das Verrückte an Shorts. Ja, die kommen plötzlich aus heiterem, also ich rede nicht so von nach dem Motto, morgen fällt der DAX um 2% oder sonst was, sondern ich rede um richtige Shorts. Ich rede fast schon um, ja, also Korrekturen oder beginnende Bärenmärkte oder natürlich erst recht Bärenmärkte. Und deswegen sieht man, dass in Bärenmärkten natürlich die auch nochmal einen entsprechenden Vorteil haben. Aber auch hier ist wie im März, im Juni eine Anomalie, die mich wirklich schon viele, viele Nerven gekostet hat, weil ich immer gesagt habe, dieses Jahr bestimmt nicht. Nein, dieses Jahr bestimmt. Und ihr seht, doch dieses Jahr auch wieder. Ja. Okay, ja, damit haben wir die Strategien umrissen. 10 Minuten haben wir noch. Gut. Machen wir nochmal so einen, ich sag mal, Überblick über das Gesamtpaket. Und dann sind wir auch soweit durch. Ihr wisst jetzt, was so in dem Paket drin ist. Natürlich sind da jetzt mehr Indizes, mehr Beispiel, mehr Rohstoffe und sowas drin. Die Parameter der einzelnen und Strategien unterscheiden sich. Es ist wirklich ein Unterschied, ob ihr den DAX, den Dow Jones oder von mir aus auch die Nasdaq handelt. Sie haben unterschiedliche Volatilitäten. Das wird dann eben bei Stop-Loss und Take-Profits mit berücksichtigt. Manche haben einen ganz eigenen Charakter. Das sieht man gerade bei den Aktien. Da sollte man immer ein genaues Auge drauf werfen. Und ich sage mal so, diese Pakete mit den Rahmenbedingungen, die wir vorgeben, eignen sich natürlich auch für diejenigen, die sich in die Thematik der Strategien hineinbegeben wollen, die sich mal einfach mit Themen, mit Dingen beschäftigen wollen, die funktionieren, die gebacktestet sind, die einen Gewinnvorteil haben. Ich hätte mir vor, ich sag mal, 20 Jahren, als wir so an der Börse begonnen haben, hätte ich mir sowas gewünscht. Ja? Wir haben sowas aktiv gesucht. Weil damals war sehr, sehr viel im Umreiß, ne? Mach mal dies, mach mal das. Und dann hat man das mal ausgewertet und festgestellt, es funktioniert überhaupt nicht. Diese Auswertungen sind so konzipiert an diejenigen unter euch, die sich mit der Börse beschäftigen möchten und einfach Dinge in die Hand bekommen, die wir schon seit Jahren verwenden und wo auch viel Erfahrung mit eingeflossen ist. Ja, und dann kommen eben auch solche Trefferquoten, solche Renditezahlen raus. Das haben wir nicht über Nacht entwickelt. Das ist wirklich Erfahrung. Das sind die besten Dinge. Das sind die bewährten Techniken aus 20 Jahren Beschäftigung mit diesen Dingen. Vielleicht nochmal da ein paar Worte von dir, Norbert, weil du hast dich mit den Dingen ja schon mit beschäftigt. Da also meine größte Erfahrung war, die Dinge müssen alterstauglich sein. Alltagstauglich sein. Mich nützt es nicht, ich hatte es vorhin erwähnt, Mann, dass ich kann es machen, es kann jeder machen, wie er lustig ist und nach seiner Fassung selig werden. Aber es muss alltagstauglich sein und es muss umsetzbar sein. Ja, ich wurde auch schon öfters gefragt, warum hast du hier nicht den Index aus Bolivien oder Argentinien? Die müssten doch auch, ja, auch die haben Saisonalitäten oder der Hang Seng oder sonst was. Aber die muss ich auch handeln können. So, und wenn ich dann sage, ich will open beim Hang Seng einsteigen oder beim Japaner, ja, wenn ich open einsteigen will, dann muss ich aber auch schon verdammt früh aufstehen. So, dann ist die Frage, gibt es ein Zertifikat? Wenn es eins gibt, ist es überhaupt handelbar? Oder macht die deutsche Börse dann doch erst ab 8 Uhr, 9 Uhr da auf? Also diese Dinge sind hier mit eingeflossen. Es ist kein Harakiri oder irgendetwas, sondern es ist der mehr als Versuch, sondern es die Erfahrungen der letzten Jahre
20 Jahre, 30 Jahre, also wenn ich überlege, meinen Anfängen oder den Ding, ja, ich hatte auch mal erlebt, in den 2006, 2007 Saisonalitäten getradet, aber das ging dann in Spezialaktien und den ganzen Dingen und das ist schiefgegangen damals. So, also man braucht dieses, ich sag's jetzt mal nochmal, dieses Bodenständige und es muss alltagstauglich sein. Es macht keinen Sinn. Ich könnte zum Beispiel, auch das waren Erfahrungswerte, die Kunden rufen uns an und wollen dann um 21 Uhr den SDAX noch handeln. Der Emittent hat aber schon zugemacht. Das ist dann nicht mehr alltagstauglich. Also muss ich diese Dinge oder habe ich diese Dinge auch weggelassen? So, sind damit die Renditen eingebrochen? Nein. Sind die Drawdowns in die Höhe gegangen? Nein. Es muss wieder kombiniert werden und es muss ein bisschen umkombiniert werden. Und das ist jetzt das Ergebnis dieser Erfahrungen, die wir auch mit euch gemeinsam mit euren Erfahrungen dann hier zusammengefasst haben. Also nicht nur die Börse lebt, sondern auch wir leben weiter und in unseren Köpfen lebt es weiter, ohne dass wir da, denke ich, zu Phantasten oder zu irgendwelchen, ja, heute dies und morgen das machen. Ja. Hier war vorhin die Frage, wir haben diese Pakete in letzter Zeit abgeschnitten. Hier, das habt ihr in diesen Strategien. Also ich habe es einmal in dieser Grafik und da in dieser Grafik hier dargestellt. Da könnt ihr euch ja mal die guten oder die schwachen Jahre anschauen. Bitte den richtigen Erfahrungswert, also den richtigen Realismus, Erwartungswert ansetzen. Wir rechnen im Schnitt in so einer Saison, wenn wir mit 15-20% rausgehen, ist das ein Erfolg. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso und das Herbstpaket hat diese 15% gemacht. Das Winterpaket arbeitet noch. Das ist gestresst worden durch Short-Strategien und Entschuldigung, durch Long-Strategien an Weihnachten und leider gestresst worden durch unsere Edelmetall-Strategien, also Strategien, die an für sich jahrelang einwandfrei liefen. Hätten wir alles auf eine Karte gesetzt, dann wäre es nicht schön gewesen im Winter. Aber wie Falk schon sagte, wir haben auch wunderbare Aktientrades und da sind noch einige offen, die schön im Gewinn laufen. Warten wir mal ab. Und wenn er auf diese Grafik guckt, lass mal gerade noch diese Grafik hier drauf. Wir sagen nicht, dass wir jedes Jahr 15% machen wollen, sondern wir sagen, unser Ziel wäre es, dass wir im Schnitt diese 15% erreichen. Und für alle diejenigen, die das nicht verstehen wollen, mögen bitte, weil wir wissen das, wir bekommen dann 3 Tage später ein Mail, aber ihr habt doch garantiert, dass diese 15% rauskommen. Nein, diese Garantie können wir nicht geben. Wir haben auch Jahre hier drin, die gar nicht so alt sind, wo es im Prinzip eine Plus-Minus-Null war, wie im Jahr 2012. Das wird immer wieder passieren. Aber der Trader, der, ich sag mal, mit Systematik arbeitet, der weiß, wenn nicht irgendwas total auseinanderbricht, dass es im nächsten Jahr oder mit den nächsten Trades dann auch wieder positiv weitergehen kann. Und dann kommt nach Jahr 2012 auch ein Jahr 2013. Ja, oder nach einem Jahr 2006, ein Jahr 2007. Auch das passiert. Ja. Also was man hier schön sehen kann, es gibt dann eben so ein gutes, ein schwächeres Jahr. Wir haben ein sehr gutes hinter uns, aber ein schwächeres Jahr bedeutet nicht, dass es ein negatives Jahr wird. Deswegen werden wir das Ding systematisch einfach weiterführen. So. Gut. Und wer jetzt glaubt, vielleicht noch den Satz, Falk, wer jetzt glaubt, ah ja, jetzt Gutes, Schlechtes, also warte ich ja noch ein Jahr und dann mache ich im nächsten Jahr, steige ich erst ein. Der sollte sich überlegen, ob er im nächsten Jahr dann einsteigt, weil es gibt bestimmt eine Nachricht von irgendeiner Firma, dass die Strompreise fallen oder dass irgendetwas auf der Welt passiert. Schaut bitte, dieses System hat die Dotcom-Blase überstanden, dieses System hat die große Finanzkrise überstanden, dieses System hat Fukushima überstanden.
Ja, RWE fällt mir gerade wieder ein. Die haben da auch gerade im März sehr gelitten. Dieses System hat auch Trump überstanden und den Brexit und Corona und das Jahr 2022, wo viele unserer Systeme Probleme gehabt haben, hat dieses System ein Highlight gehabt. Habe ich jetzt sowas in der Kombination? Habe ich jetzt also meine WWAs und dieses System zum Beispiel 2023 getradet? Dann werden meine negativen Ergebnisse aus anderen Systemen ausgeglichen in dem Moment durch dieses System. Und so wird es wieder ein Jahr geben, wo ein anderes System vielleicht dieses System wieder ein bisschen ausgleicht. Also das ist ein Wachsen, das ist ein Leben einfach. Das ist das Rad des Lebens, das hier über ein Jahr dargestellt wird. Oder hier in dem Fall nur über ein Quartal, sprich über den Frühling. So sieht's aus. Gut. Gut. Wir werden euch helfen, da auch K.O.-Zertifikate rauszufinden. Hier seht ihr unseren Kurs, Teil 1, 2, 3. Danach seid ihr fit. Es ist keine Raketenwissenschaft. Ein paar Dinge muss man beachten, aber da kann man die passenden K.O.-Zertifikate raussuchen. Dann braucht ihr nicht unsere Hilfe. Ihr wisst genau, wann ihr was zu tun habt. Deswegen hier auch schon die Frage beantwortet. Es wird kein Signaldienst. Ihr müsst euch die Strategien halt eigenständig anschauen und in dem Moment dann auch umsetzen. Und wir wollen euch fit machen, dass diejenigen unter euch, die aktiv an der Börse sich eigenständig da verhalten wollen, ein gutes Rüstwerkzeug in der Hand haben. Ja, und du hast schon gesagt, es ist ein Teil unserer gesamten Pyramide. Und unsere gesamte Pyramide mit den verschiedenen Bereichen ist so aufgebaut, dass wir eigentlich immer einen Gewinner, leider auch in der einen oder anderen Ecke mal einen schwächeren Kandidaten haben. Aber langfristig geht unsere Wertentwicklung kontinuierlich nach oben. Es gibt mal Jahre, da ist das ein bisschen ausgeglichener. Es gibt mal Jahre, da ist es leicht negativ. Aber es gibt dafür auch viele Jahre, die positiv sind. Und das Frühlingspaket ist ein Teil dieses Gesamtaufbaus. Ne? Und ihr wisst jetzt genau, was da drin ist. Und ja, damit bin ich dann soweit durch. Arne, du kannst vielleicht noch mal ein paar Worte sagen für diejenigen, die da jetzt Interesse dran haben, wo sie was finden. Ja, ganz richtig. Also zuallererst mal das, was ihr da ja jetzt gesehen habt, das, was Norbert und Falk hier vorgestellt haben, das ist wie eine Studie zu sehen. Also eine richtig extrem hervorragende Ausarbeitung von tollen Strategien, die kombiniert zusammen eine hervorragende Rendite geben. Da steckt viel Erfahrung drin. Da sind Anomalien untersucht, ganz genaue Analysen. Und wir wollen euch mit diesem Paket helfen, positive Rendite zu erzielen. Wie das funktioniert und wie ihr den Rabattcode auch machen könnt, das zeige ich euch jetzt mal. Dafür gehen wir mal auf unsere Webseite. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier auf TB Shop zu klicken. Wenn ihr das tut, landet ihr in unserem Shop. Das ist ein zweites System, was neben unserer Hauptseite ist. Hier gibt es das Strategiepaket. Da könnt ihr draufklicken und mit einem Klick weiter zur Kasse gibt es die Möglichkeit, sogar die anderen Pakete günstiger dazuzufügen, wenn ihr sie noch nicht habt. Und hier unten, das ist jetzt das Entscheidende, da könnt ihr dann mal reinschreiben, Frühling 2024 mit UE bitte. Und nicht vergessen, auf Anwenden klicken. Ruckzuck sind da 20% abgezogen für eine begrenzte Zeit. Dieser Code ist bis zum 10.03. gültig. Ja, was erhaltet ihr dann? Ihr erhaltet dann eine PDF-Datei. In dieser PDF-Datei ist eine Studie drin, also ganz genau ausgearbeitet, was, wann, wie, wo zu tun ist. Mit dem K.O.-Zertifikate-Kurs könnt ihr euch sogar die richtigen Produkte dazu raussuchen. Und in dieser PDF-Datei ist sogar ein Video hinterlegt. Der Falk erklärt nochmal in 88 Minuten, sind es meine ich, nochmal ganz genau die einzelnen Strategien im Detail. Ja, und damit möchte ich nochmal sagen, das habt ihr jetzt auch erlebt, ich war beim ganzen Webinar im Hintergrund dabei, TB ist bodenständig. TB weist auf Risiken hin.
TB ist ehrlich, TB ist auch fleißig und vor allem transparent. Und dieses Transparent bedeutet eben auch, dass wir auf alle Risiken hinweisen. Wer Lust hat, an sowas teilzunehmen und bei uns auch an unseren Renditen mitzupartizipieren, der ist immer herzlich eingeladen. Das ist auch der Grund, warum wir seit über 14 Jahren öffentlich aktiv sind. Ja, sag noch was, unser TB-Service gibt es 50%. Genau. Die Frage war übrigens hier im Chat auch die ganze Zeit, immer mal. Da sind gerade diejenigen, die neu sind bei uns. Wir haben, wenn ihr eingeloggt seid, hier unter dem Punkt wichtig zu wissen, einen Punkt Vorteile. Im Chatverlauf hatte ich das jetzt eben einzeln beantwortet, aber die Frage haben sicherlich noch mehrere. Geht einfach mal, wenn ihr eingeloggt seid, hier unter wichtig zu wissen auf Vorteile, dann habt ihr alles in einer Liste und auch nochmal so ein kleines Erklärvideo von mir, wie ihr das alles anwenden könnt. Wenn Fragen sind, meldet euch gerne immer auf unserer E-Mail-Adresse oder auch telefonisch, dann kriegt ihr geholfen. Gut, ja, dann würde ich sagen, lassen wir es auch soweit gut sein. Hier sind noch mal die ein oder andere Frage, die kam. Schickt uns eine E-Mail, kein Problem. Da könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden. Hier ist die E-Mail angegeben. Da werden dann individuelle Fragen auch mal beantwortet, falls ihr die noch braucht. Zum Beispiel bezieht sich die 20% Rendite auf das eingesetzte Kapital. Natürlich, wenn du das Ganze mit 10.000 Euro machst, kriegst du 20%. Wenn die dann kommen, genauso wie bei 1 Million. Das ist ein mathematischer Ansatz, aber ne, da gibt es dann andere Stolperfallen, die haben eher emotional, ne, aber im Prinzip ist das genauso angegeben wie bei den anderen Handelssystemen auch. Wir geben gut, aber nicht die annualisierte Rendite an, sondern wir geben die Rendite an, die in diesem Vierteljahr erwirtschaftet wurde. Das ist auch nochmal ein kleiner Unterschied. Es gibt da Leute, die sagen dann, naja, im Vierteljahr wird getradet, im Dreivierteljahr wird nichts gemacht. Da wird ja meine Rendite viel zu schlecht dargestellt. Also multipliziere ich das einfach mal mit 4 oder mit den entsprechenden Tagen. Dann hätte ich eine Jahresrendite hochgerechnet von über 80% oder 80%. Ja, das bitte auch nicht vergessen. Diese Rendite, die dort angegeben ist, bezieht sich auf den Trading-Zeitraum und nicht auf das komplette Jahr. Hier kommt noch mal eine Frage, da will ich ganz kurz gerne auch noch mal drauf eingehen. Bitte noch beantworten. Gibt es einen groben Zeitplan, bis wann das Rad des Jahres fertig sein wird und zum Kauf angeboten wird? Das Rad des Jahres, jetzt gehe ich mal an, ich habe mich hier verklickt, eine Sekunde, ich wollte den hier. Das ist im Prinzip, ich sag mal, hier dieses Gesamtpaket, ja. Und hier ist es so, wir gehen gerade in eine Seminarplanung, da wollen wir ein Seminar für anbieten. Wir wollen all denjenigen, die schon die einzelnen Pakete gekauft haben, natürlich ein Angebot machen. Ihr müsst sie nicht doppelt kaufen in dem Fall. Aber in dem Seminar, Norbert, du hast schon gesagt, wird es noch ein paar weitere Überraschungen, Extras, Spezialitäten geben. Und da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit. Ne, ihr kennt das von uns, wir bieten euch immer erst dann Sachen an, wenn sie wirklich nicht nur zusammengestellt sind, sondern wir haben sie dann auch ausprobiert, in der Regel auch der ein oder andere mal gecheckt. Ne, unsere Korrekturleser, die dürfen dann auch immer mal drüber gucken. Und dann, wenn es reibungslos läuft, dann bieten wir es erst an. Ja, dann, wir wollen, dass ihr was in der Hand habt, was wirklich funktioniert. Ja, die letzten Worte würde ich dir geben, Norbert. Wie siehst du das mit dem Rad des Jahres? Ich sehe es sehr positiv, weil für mich ist das ein bisschen ein Höhepunkt, weil es alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, speziell in diesem Bereich dann zusammengefasst dargelegt werden soll. Also schauen wir mal, aber wir werden sehen, wenn es fertig ist, werden wir uns melden und dann werden wir uns freuen oder würde ich mich freuen, wenn ihr dann bei diesem Seminar, was schon angegeben ist, vielleicht dabei seid oder wie auch immer, wenn wir uns da treffen, mal darüber philosophieren und sprechen können. Ansonsten wünsche ich jedem hier heute Abend noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr genervt, sondern ihr habt auch was mitbekommen und
was verstanden und wünsche euch alles Gute und viel Erfolg an der Börse und noch mehr Gesundheit im Leben. Gut, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch. Ciao.